Vielleicht jetzt die Stamina Potion einsetzen, mit zwei Karten holen. Warte mal. Kannst du durch die über die Säule eigentlich auch über die Stone Warte, Peters auch Michi. drüber springen? Ja, eigentlich schon, Wir ja. jump schon. Was nützt es ihm? Realize. Er ist, Was hat soll ich sonst Fernkampfangriff. machen? Ich habe die Karte jetzt schon ausgelegt gehabt. Ich habe uns die König. Nee. Aber du Ja. musst. Du hast Ja, aber gesagt, du greifst du den verlierst. Spitting Ach Strike so, 2 ja, und verlier springst nicht, ja. du hast Drache, Ja, aber helfe nicht ich auch dran, zwei. ja. Hast du eine Chance, ihn zu töten? Warte mal, ich könnte da Naja, ich habe hingehen. einen Angriff 3 plus 2, ich habe einen Angriff 5, Leute, also können wir mal ja. meinen Zug. Warte mal, ganz Ja. kurz. Okay. Ja, bitte, ihr tut's mir So, kurz Renick. zu Also, weit du vorbereiten. könntest ihn theoretisch den Spitting töten. So, entweder ich greife jetzt den Spitting an, oder ich greife jetzt den Rending Drake 3 an. Wie, was für einen Angriff hast denn du? Ah, warte mal. Der greift eh das Decoy an. Aber er möchte zwei angreifen. Ist, bleibt er Genau. trotzdem am Decoy oder bewegt er sich dann daher? Wenn er immobilized ist, nicht. Nein. Ganz, auch wenn er alles kann, er sucht sich zuerst seinen Fokus aus. Das ist sein Decoy. Das ist der Decoy. Und Okay, dann schaut er, ob passt. er noch einen zweiten angreifen kann. Und momentan steht Passt. es ja so, dass er nicht mehr einen zweiten erreicht. Okay, passt. Gut. So, jetzt könnte ich entweder den 2 Spitting Drake 2 angreifen oder den Rending Drake 3. Der Spitting Drake tut uns mom. Achso, warte mal, doch, der tut uns weh. Ja. Mach mal den Rending Drake. René kümmert sich um den Spitting Drake. Der Spitting Drake würde momentan den Brute stunnen. Ja, Wenn er dann aber noch lebt. wenn er dann noch lebt, ja. Okay, na gut, dann greife ich den Und Rending an. der Rending Drake tut momentan nur mein Decoy festhauen. Ich habe drei Reichweite, ich kann nur die unteren zwei stehen zur Wahl. Ja, ich Das ist jetzt meine. die Frage, gehen wir auf Nummer sicher und overkillen den Spitting Crack 2? Nein, passt schon. Okay, na dann Ich Rending greife auch Drake den 3. Rending Drake 3 an im Übrigen. Also wenn du dem gescheit Schaden machst, kann ich den vielleicht auch umbringen. Du hast ja noch Aha, 2 mal okay. plus 2 dabei, Stehe. also Okay, gut, der René dann. könnte wirklich beide killen. Okay, ich gehe auf den Rein Rending Drake 3. theoretisch, ja. Okay, nichts. Okay, aber du greifst Gehe. zuerst den Spitting Drake Ah, an, oder? Moment, Moment, bevor ich das noch mache, ich verwende die Minor Stamina Potion. Karten habe ich mal, die ich auf die Hand nehme, habe ich mir schon hergerichtet. Und dann greife ich an, eine Karte. Plus 1 ist 4. 4 Schaden Vier bekommt er. Schaden auf den Rending Drake 3. Geht Nee. auf 5 runter, Ja. oder? Ja. René, greif zuerst den Ja. Spitting Drake an. Ja. Das Problem ist, dass der René erst nach dem Rending Drake drankommt, aber schade. Ja. Egal, der wird meinen Decoy jetzt killen, aber was soll's. Dummer Decoy. Du hast So. 2 Erfahrungen gekriegt, sehr cool. Naja. Okay. Rending Drake 2 ist jetzt dran mit 59 Initiative. Der hat zwei Bewegungen und rennt zum René hin, um ihn zu hauen. Tu das. So, er hat Angriff plus 1, also Angriff 6. Tu das. Ich ziehe. Übrigens, das ist die erste Angriffskarte eines Monsters, die wir ziehen. Angriff 6 mal 2 kommen. Nee, 6 Okay, Schaden. ich krieg keinen Schaden. Ich krieg eine Okay, Erfahrung. du kriegst aber eine Erfahrung. Ja. Oh, das hat wehgetan. Wieso bin ich Und der noch immer auf andere Null? Rending. Ich bin schon auf 3. Ah, jetzt geht's. Wieso geht's Ja, jetzt das und ist deine vorhin nicht? Sache. Vorhin habe ich schon 2 gesagt, aber er wollte nicht. Der greift mein Decoy mit Angriff 6 an, auch der Rending Drake 3, und bewegt sich nicht. Ich ziehe eine Karte. Minus 1, mein Decoy So. überlebt. Echt, wie viel Leben hat denn die Sehr Kohle? schön. Nee, 6, jetzt hat er noch 1. Wahnsinn! Nicht Echt schlecht. cool. Vielleicht kann ich ihn sogar heilen Sechs nächste Runde, Leben mal hat schauen. der. Ja, nein, der ist ein Riesig. Schrott, der kann sonst ja gar Nein, nichts. sechs Jetzt Leben muss ist ich ihn gut. da, um Treffer zu fressen. Das ist der erste von uns, der überhaupt Schaden nimmt in diesem Der Szenario, kann oder? nicht angreifen, das ist witzig. So, die Rending Drakes sind fertig. René. Gut, also Aber ich jetzt. hatte vor, die zwei Spitting Drakes und den Rending Drake 3 anzugreifen. Die ersten zwei Angriffe, die ich mache, machen noch haben, sind Angriff 5 und zwar mit Fire Orbs ist das. Dann Da greif habe ich meine drei zuerst an. Angriffe mit Range 3 und Attack 3. Schade, dass du keine Eagle-Eye Goggles hast. Ja. Würde das für alle drei gelten, für alle drei Angriffe? Natürlich. Ich dachte, das gilt immer nur für einen.
Nein, wenn du bei der. Warte mal. Es steht hier Attack Advantage on the Entire Entire Attack Attack Action. Action. Ah, Und Action okay. ist die Hälfte Ja, der ja. Karte, ja? Ja. Okay, gut, das muss ich mal merken fürs nächste Soll Mal. steht a Dann single hebe ich das Ding eher auf für solche Ja. Angriffe. Genau. Okay, also mit wem fängst du an? Naja, ich Ich fange ich schlage halt mal mit dem Feuer. Spitting Drake 2 an. Und mache 6 Punkte Schaden. Ja, Damit ist er hast du es tot. geschafft. Danke. Keine Münze. War eine Riesenhilfe. Ja. Dann Und wieso den keine Rending. Münze? Soll ich den Rending Weil die jetzt nicht Drake gespawnt 3, bei dem habe ich dann gute Chancen, ihn umzubringen, weil ich Bin ich mache sehr Angriff dafür. 5. Ich bin Gut, sehr dann mache ich dafür. den Rending Drake 3. Naja, ich mache sogar Overkill. Was Ich hast du mache getroffen? 7 Punkte Schaden. Ja, er ist auch tot. Wahnsinn, das tut sich was. Und dann greife ich den Ja. Spitting De Drake 3 an. Diesmal nur mit Angriff 3 und Disadvantage, gell? Ah nein, denn in der Ecke. Nein, nein, in der Ecke den, nicht den, der bei mir steht. Ich bin ja nicht blöd. Ja. Und ich mache leider nur Schaden 2. Ist okay. So, Du und kriegst 3 dann. Erfahrung. Das Feuer habe ich schon genommen. Genau, ich krieg sogar 4 Erfahrung, weil die Oh ja, Crackling deine Air Karte. kriegt auch noch eine Erfahrung. Hey, cool. Und Cool. ich habe noch die untere Hälfte von Icy Blast, den werde ich aber, glaube ich, zum Bewegen verwenden. Das Decoy heilen. Oder das die. Nein, Ja, aber es ist nein, nein, du ein. verlierst die Karte. Also Ich verlierst die verliere die Karte. Karte Obwohl, dadurch. du bist das Na. Spellweaver, du kriegst Ja. deine Karten ja sowieso wieder zurück. Genau. Ja, Heil ich gehe das die Außerdem ist Kohle. das Szenario schon recht weit. Meinst du? Ich glaube schon. Ich meine, ich schätze, es ist noch eine Welle oder maximal zwei kommen. Okay, na gut. Soll ich ihn heilen? Nein, kann ich nicht. Ich habe nur Range 2. Tut Ja, mir leid. passt, alles klar. Nein, es wäre eher Grenzfall, ob es sinnvoll ist oder nicht, finde ich. Beweg dich weg. Gut, ich bewege mich zum Decoy und Ja. sag: Oh, tut mir leid, du warst zu weit Streichle ihn ein weg. bisschen. Streichle ihn ein bisschen, vielleicht hilft das. Armes Decoy. Du verlierst die obere Karte. Ja, die kommt weg. So, die Spitting Drakes. Der Spitting Drake ist dran, aber der ist gestunt und Die macht kommt nichts, auch außer dass er weg. seinen Stun verliert. Leute, ist Ich jetzt komme gut. auf 7. Die Runde ist abgeschlossen. Die erzeugte Feuerenergie geht auf Waning. Ich mache jetzt eine Long Rest im Übrigen. Glaubst du? Das glaube ich nicht nur, das mache ich auch. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich wirklich vorne stehen bleiben soll und noch einmal den Angriff nehmen soll, den zweiten, aber ich bin mir nicht sicher. Soll ich bei ihm Ich stehen wollte bleiben? gerade sagen, bleibst du, tust du mich hinstellen, weil das Wund, da wäre gut, wenn er nämlich Die vor Wunde uns kriegst du drankommt. übrigens trotzdem, auch wenn du unverwundbar bist. Siehst du, das habe ich Echt? vergessen. Du hast deine Wunde bekommen, ja? Wow, arg. Was macht eine Wunde? Ich krieg plus Am 1 Anfang Schaden. deines Zuges einschauen. Ah, warte mal, das macht noch ein paar Auswirkungen. Der war vor dir dran, gell? Ja. Er hat dir die Wunde zugefügt. Und am Anfang des Zuges würdest du jetzt einen Schaden kriegen durch die Wunde. Aber wegen dieser Karte kriegst du keinen Schaden, dafür wird aber Frost Armor noch einmal verwendet. Oh, dann bleibe ich Source nicht of stehen. Damage Studio. Ja. Nein, Dann den kriege Schaden ich. kriegst du auf jeden Fall. Was? Egal ob du stehst. Aber deine Frost Armor wird weg sein jetzt. Ja, das mag schon sein, aber ich habe nächste Runde keine Frost Armor, um mich vor Achso, ihm zu deswegen haust schützen. du ab, ja. Ja. Also du hast zwar keinen So. Schaden, ich lege deine Wund auf deine Conditions hin. Warte mal, das ist ein Melee-Kämpfer, der Rending Drake, ja. Und ich krieg noch einen Erfahrungspunkt. Frage. Ich mache jetzt ein bisschen Harakiri-Reaktion, ich verlasse mich drauf, dass ihr auch helft. Ich werde dich anfeuern. Danke. Was wollt ihr eigentlich? Drei von den Monstern habe ich schon gekillt. Ja, du bist auch das Spellweaver. Du hast erst 3 gekillt. Das war enttäuschende Leistung bisher. Es waren Feierst? 100% der Kills. Ja. Michi, du machst auch Pause? Nein, gell? Nein, du hast noch viele Karten. Wenn man welche Okay. zurückholt, würde auch jetzt nicht unbedingt Mein Pause Decoy wird machen. jetzt wohl sterben. Ich Kann Aber jetzt ja, nicht viel stimmt eigentlich. Ich machen. könnte mir rein Ich bin zu weit theoretisch weg. Karten zurückholen. Können wir eine oder zwei Karten zurückholen? Ich glaube, man kann sich zwei zurückholen, gell? Womit?
Mit Stamina meiner Potion bis zu Stamina zwei Karten. Potion. Zwei Karten. Ja, ich hab dir auch noch, aber ist noch dein Zug? Ja, achso. Es ist noch sein Zug, ja. Es ist noch mein Zug, ja. Wir haben noch nichts Wir gemacht, haben noch sag nicht ich. den Dings, wir haben noch nicht den. Der zweite Drache kommt noch dran, der Spitting Dragon. Ja, er war schon dran. Ah nein, er war noch Echt? nicht dran. Nein, er war Nein, noch er war nicht noch dran. nicht dran. Der dran. Aber er greift nämlich kann. dich jetzt an, glaube ich, oder? Aber du bist jetzt noch dran, wenn du willst. Nein, der war schon Oder dran. Der war gestunt von mir. Deswegen kann er mich nicht stunnen. Ja, aber ich habe ihn schon relativ schnell gemacht. Also ich habe ihn gemacht, bevor du dazu kommen konntest, deine beiden Karten okay, zu warte nehmen. mal, ich schaue nur an, welche Karten ich da habe. Ob es Sinn macht, dass ich mal zwei Karten rausnehme. Haben wir nächste Runde Energie? Es liegt momentan die von dir erzeugte Feuerenergie aus. Ja, aber die ist waning jetzt, oder? Ja, aber die können wir jetzt in der kommenden Runde nutzen. Oh, ich kann eine Wunde schlagen mit Feuerenergie, wenn ich nur die Ja. Karte rausnehme. Und damit kann ich heilen. Ja, ich setz die Stamina Potion aufs und nehme zwei Karten raus. Ich weiß zwar nicht, ob die Wunde jetzt super ist, dass wir die haben, aber ja. Übrigens, ganz kurz, es ist 23:52 Uhr. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt die letzte Runde machen? Guter Ja. Vorschlag. Warte Okay. mal. Ja, okay, ich glaube, ich bin als Erster dran, oder? Ja, mit 7 geht jetzt weiter. Na, dann bewege ich mich daher und greife den Spitting Drake mit dem Flamestrike an. Das Ich ist schlage super meine praktisch Wunde gegen den wahrscheinlich. und mache einen Dreierangriff. Und mache keinen Schaden. Aber die Wunde kriegt er trotzdem, oder? Ja, hast einen Patzer gezogen oder was? Ja. Schade. Und ich würfel meine Karten neu. Ah, ich muss mal kurz weggehen. Bin in einer Minute wieder da. Bis gleich. Er ist scharfer, gell? Naja, mittlerweile schaffe ich es fast. Naja, das war blöd. Das war schlecht. Gib mir meine Wunde bitte. Also Hab ich habt ihr schon. schon. Der greift mich jetzt auch an, oder? Brr. Dran. Da bewegt sich zwei Felder auf den Rending Drake zu, weil er den Spitting Drake nicht erreichen kann. Drei. Nein, der Rending Drake ist sowieso sein Ziel. Stemmen daher, ja, das ist. Nein, stemmen. Ja, auf dem Rand mehr. Dastehen. Und für alle nebeneinander stimmt für AOE-Angriffe von den Gegnern. Jetzt bin ich dran. Jetzt kommt ein genialer Schachzug, der ganz schlecht ist. Okay. Ich habe einen Move 2 und setze meine Springerstiefel ein, die ich habe. Ja, Winged Shoes heißen die Dinger. Jetzt springe ich über diesen Pfeiler drüber. Auf das Feld zwischen den Pfeilern. Daher also. Genau, ja. Und jetzt greife ich den Spitting Drake an. Ich hatte zwar eigentlich gehofft, dass du hilfst mit der Hook Gun. Mach einen Angriff 2 auf ihn. Super Oh. Karte. Also ziehst du in die Spike Trap, das ist nett. Feuer. Also erstmal durch Feuer wieder Vor auf allem ist vor allem deswegen nett, plus 2, weil ich nett. dann von keinem mehr Ziel bin. Jetzt mache ich ihm 4 Schaden. Er geht runter auf 3. Und jetzt wird er gepult in diese Falle und er leidet 4 Schaden und Genau. stirbt. Die Falle ist weg, der Spitting Jack ist. Das war gut. Ja, es ist Das ja. war exzellent fast schon. Ich stehe jetzt halt neben dem Rending Drake, das ist der Nachteil. Aber naja. Wie lange lebt, ne? Man kann nicht alles haben. Mein Zug ist abgeschlossen. Ich glaube, der Rending Drake ist dran. 25, ja. Der haut einfach drauf auf mich. Mit Angriff 5 und ich gehe eine Runde. Zieht jemand für ihn bitte? So, ich bin wieder da. Ich habe gerade einen gekillt, während Plus du mich gekillt eins. hast. Oh, Krieg gut. 6 Schaden und eine Wunde. Übrigens, Bist du? René, du Ja, hast deinen ich krieg Schaden meinen genommen. Schaden, ich weiß. Entschuldigung, den habe ich vergessen. Ich werde mir das alles in der nächsten Runde wegheilen. Wenn ich es gut einrichte, heile ich dich auch, René. Warte Oh. mal. Bin ich dran? Ja, nächste Runde mache ich sowieso eine Dings, eine Okay, Long Long Rest. Rest. Ja. Ist dann die Wunde weg? Ja.
Boah, Gott sei Dank. Ich nehme die untere Hälfte von Opposing Strike und bewege mich zwei Felder auf den Rending Drake zu. Verwende die obere Hälfte von Crushing Grasp. Sag mal, könntest du ein bisschen weiter runtergehen? Plus 0, das heißt, ich mache 3 Schaden. Du hast mir jetzt nicht zugehört, gell? Und ich erzeuge Naturmagie. Wen meinst du nochmal? Den Michel. Weil wenn du runtergehst, dann kommt er dir vielleicht nach und dann kann ich ihn auch angreifen. Vielleicht kann mich nur da bewegen. Er kommt nicht nach. Er hat schon nach, die Karte gezogen. Er hat schon die Attack Modifier Karte gezogen, damit kann er es nicht mehr rückgängig machen. Ja, ich hab's vorhin noch gesagt, aber es ist, es ist auch egal. Wo soll er sich hinbewegen? Nächste Runde, du kannst dich ja jetzt hinbewegen. Nein, ich kann nicht so weit. Naja, außerdem das Problem ist, wieso soll er runterkommen? Er hat den Tinkerer gesehen. Er ist so immobilized jetzt. Ah, ja, es ist wurscht, er hat ja selber schon sich bewegt, er wird sich nicht mehr bewegen. Ach so, ja, alles klar. Und er ist jetzt auch immobilized, er wird da stehen bleiben auf absehbare Zeit, das wirst du nicht vermeiden, egal was du mich machst. Ich glaube, die Erdenergie müssen wir noch machen. Habe ich schon gemacht. Gut, dann bist du auch fertig und der andere ist noch als letzter dran. Ich kann jetzt nichts machen. Bleib ich einfach stehen, wo ich bin. Du hast eh ein Move 4 und Jump 2. Und Attack 2. Naja, schon, aber um ehrlich zu sein, du machst aber gleich einen Attack 2. Und du hast dann oben noch den Attack 2, dann ist das Viech tot. Halt, ich mach den Attack 2. Moment, ich hab Schaden überspringen. Hallo, Moment. Schaden gemacht, er hat nur 6 Leben, gell? Ah, okay. Entschuldigung. Also mit dem Move 4 mache ich einen Schaden, weil ich nicht über ihn drüber springe dabei. Erstens. Und zweitens, ich soll eine Karte wegschmeißen, nur damit ich ihm 2 Schaden mache. Ja. Nein. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viele Monster noch kommen, aber viele können nicht mehr kommen. Also ich bin auch beim Andi. Ich meine, du hast 2 Bewegungen, wenn du willst, aber sonst ist wirklich nichts viel Sinnvolles drin. Nee. Ja. Ich meine, ich kriege Erfahrung. Ich meine, es ist eh besser so, wenn wir ihn jetzt nicht killen, weil ich mache jetzt die Long Rest. Ich weiß nicht, der Michi oder irgendjemand von euch macht vielleicht auch eine Long Rest. Es wird die kommende Runde wahrscheinlich mein Decoy angegriffen. Also wenn er nicht bei seiner Karte irgendwas Komisches kriegt. Kommende Runde werd ich oder irgendwer angegriffen. Na, warte jetzt mal. Wir stehen neben ihm. Ja, aber der Decoy zieht ja hin. Wenn ich vor ihm dran bin, wird er einen Decoy angreifen. Stimmt. Also nein, es kommt auf die Initiative einfach an. Nee, ja, es wird nicht mehr viel passieren. Ich denke, ja, aber der wir Decoy haben schon das Initiative meiste 1? Gemacht. Ich mach's doch. Ich mein, mach's. Der hat nicht Initiative 1, sondern der hat meinen Initiativwert, aber ist vor mir immer dran von der Initiative. Leute, na, Andi, das passt Andi, schon. Passt machen. Schon. Nein, lass es. Ich bin sicher, es ist bald vorbei. Wir wissen, also ich glaube, dass noch was Heftiges kommt. Ja, das aber passt schon. Ich verliere eine Karte, was soll's. Ja, also ich würde die. Aber ist deine Entscheidung. Ich würde es nicht machen, aber bitte. Ich glaube, es ist kein großer Fehler. Es ist kein großer. Ich krieg keine Erfahrung, das braucht mir. Ja. Ich mache greife mit Angriff 2 an. Ja, ist nächste Runde auch gemarvelt, das ist auch nicht schlecht. Und wieder ein plus 1. Ich habe 9. Das geht auf 3 runter. Ja. Mhm. Nicht 3 Erfahrung. Und er ist gemarvelt. Warte mal, wer hat denn das Immobilize gemacht? Ich hab das gemacht. Und du warst nach ihm dran, gell? Ja. Ja. Okay, passt. Die Runde ist abgeschlossen. Ich gebe die Elemente auf Waning. Und ich nehme an, wir werden es hier bleiben lassen. Mhm. Für heute. Es ist genau Mitternacht. Hm? Juhu. Ja, na, das lief eh viel zu gut. Es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Ja, also ich bin auf 5, ich habe ein Wunder und habe nur noch 5 Lebenspunkte, es lief gut. Ich meine, ich habe nur noch 4 Karten nach der Long Rest, aber das stört mich ja nicht sonderlich. Aber ich könnte die Wunden entfernen von euch. Ja, schauen wir uns dann nächstes Mal an, würde ich sagen. Mhm. Grundsätzlich nächster Donnerstag, wie schaut es so aus jetziger Sicht? Gut. Naja, ich bin in Tirol, wie schon gesagt. Ich weiß nicht genau, ob ich dort spielen kann. Ich kann mich melden. An und für sich habe ich dort schon Internet und ich nehme auch den Computer mit. Aber ich weiß nicht genau, wenn wir... René, wenn es absehbar ist, dass es geht oder nicht geht, schickst du mir SMS. Ja, mach ich. Mhm. Und wir sagen halt einfach,
wir schauen um 21.30 Uhr rein und schauen einfach, was passiert. Genau. Passt. Mhm. Okay. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, danke. Okay. Gute Nacht. Tschüss.